Willkommen, liebe Crewmitglieder, es geht weiter mit My Time at Sandrock und ich stehe hier vor dem Laden, der mir jetzt Motoren verkaufen wird. Ihr habt es auch in die Kommentare geschrieben. Hier ist der Ort des Geschehens und die sind gar nicht so teuer. Ich meine, also jetzt gerade 128, ich weiß gerade gar nicht, wie der Marktpreis, 0% Aufpreis, beziehungsweise auch nicht weniger, aber wir bezahlen hier noch einen prallen Preis. Und da sind sie, Motoren. Ja, und sonst kann man diversen anderen Kram kaufen, man kann ja auch Dreck kaufen. Oder Energiesteine, na gut, 10 Stück. Und dann muss ich 5 Energiesteine hergeben. Okay, und bekomme dann wieder 5. Das macht Sinn. Ein Bergmannshelm, Ausdauer 5. Nein, brauche ich nicht. Gut, wir brauchen erstmal 2 Motoren. Ich kann nur einkaufen. Die haben auch nur einen. Ah. Du hast ein wachsames Auge, Junge, ja. Und du hast nicht genug Motoren am Start hier. Ach, das ist ja wirklich schade. Da muss ich ja morgen nochmal kommen. Ja, schön. So, und die Frage ist, wie komme ich hier ja jetzt durch, ne? Es könnte natürlich sein, untersuchen, dass ich hier durchkomme, ne? Ruin des verlorenen Paradieses. Bis auf Weiteres geschlossen. Zivildruppe. Zivildruppe? Ich soll doch zur Zivildruppe. Vielleicht gehen wir mal dahin. Vielleicht ergibt sich dann irgendwas. Ach, Mann, ja. Da liegt ja der Kern. Halb fertig. Ihm fehlen Motoren. Einen habe ich. Hoffentlich kriege ich morgen den zweiten. Ich denke mal schon. Ja, hier hinten. Da. Da fehlt noch 2 Motoren. Und dann haben wir das ganze Gelumpe fertig. Glaube ich. Ich meine, ja. Wir werden sehen. Gut. Diese Folge werden wahrscheinlich auch 2 Festigkeiten sein. Festigkeiten? Festlichkeiten. Ja, fest sind die auch. Einmal das hier. Jagd nach Erinnerung. Und das Wunschfest. Ich denke mal... Ach, warte mal, was war das denn eben? Moment mal. Moment mal. Erinnerung hinzufügen? Aha. Okay, dann werde ich benachrichtigt um 15.43 Uhr oder wie? Ach, kann ich einstellen? Das ist ja witzig. Erinnerung an Ereignis. Erinnerung an wichtige Ereignisse. Das ist ja cool. Naja, ich weiß das ja. Ich merke mir das. Also wenn ich morgen aufstehe, ist ein Event und am nächsten Tag dann auch. Ich finde den ganz knuffig hier, ne? Mit der Nase dran. Hat aber schon wieder ein bisschen was Weihnachtliches. Oh, Miguel. Warte. Auftrag. Genau. Deine dünnen Fäden. Vielen Dank. Das Fest wird nur noch besser werden. Du hast das ziemlich schnell erledigt. Alle werden für deinen Beitrag dankbar sein. Wunderbar. Das bedeutet auch, moin Captain, das bedeutet auch, ich müsste mal wieder neue Quests annehmen. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Zivildruppe. Moin Nemo. Das bedeutet bestimmt Action. Aber wir schauen mal nach. Hi, you're just in time. Everyone here? I'll get right to the point. We need y'all's help in the upcoming Silver Corps mission to chase off the Gigglers. Way I figure, taking the bridge into Giggler territory is a bit dangerous. We'd be walking into whatever traps they might have set up for us. They'd also see us from a league away. Plus, walking over that bridge lately gives me the willies. Them Gigglers have been taking pieces from the bridge for Peach knows what. I don't think it's very stable right now. Heidi. Is there any way we can sneak over on that old trolley system? Behind the office. That way we can get in undetected. You mean the tram system left over from the early days of Sandrock? The two cables are still there, but we have a couple of problems. First, there are no tram carts. And second, the trolley engines are broken. Ah, schon wieder Motor. Not to mention they're on the other side of the canyon. On top of that, we'll have to check the integrity of the cables. Okay, that was more than two things. But, never mind that. Sounds to me like the first step is getting ourselves some tram carts. Builders, can y'all handle that? Ja, sicher können wir das machen. Seilbahnkabinen sind doch unsere Spezialität. Of course we can, right? Why don't we each build one tram cart? Then we can manually pull ourselves over those engines on the other side and fix them up. Überhaupt kein Problem. Ja, es ist unsere Zeit zu glänzen. Auf jeden Fall. I think it's doable. She still has some old diagrams from the early days in his collection. Let me go check and see if he's got one for the tram cart. I can get back to you on that soon.
Ja, und wenn du danach siehst, kannst du mir die anderen Baupläne von ihm auch geben? Muss ich da nicht immer warten. Yeah, sounds good. Thanks, partners. Just let me know when you're done. I hate to rush you, but well, without the railroad, I don't know how long our water will last. So, do try to hurry. Ja, werden wir versuchen, uns zu beeilen. So, ich will auch raus hier. Ich würde aber, glaube ich, wirklich... Also, wenn ich die Quest jetzt fertig habe, dann würde ich nicht gleich mit der nächsten anfangen, sondern lieber erstmal ein bisschen Geld verdienen durch Quests und vielleicht mein Grundstück mal erweitern, dass ich da so ein bisschen mehr Platz kriege, mehr Platz für Maschinen. Ja, ich glaube, das wäre so erstmal mein Ziel. Ich hoffe, das klappt auch so. So, schauen wir mal nach neuen Aufgaben. Ja, eine Rolle und dann Rainer. Was haben wir denn Schönes? Wir könnten machen den Sandhut. Hartholzstock, Mini-Aufbewahrungsbox. 5 Stück. Aber ich glaube, da brauchst du nicht so viel für, oder? Kupferdraht. Noch ein Sandhut. Hartholz. Ich weiß gar nicht, ob ich Hartholz schon... Hartholzstock. Ich weiß nicht, ob ich schon Hartholz habe. Habe ich schon mal Hartholz gehabt? Ich weiß es nicht. Wir schauen erstmal nach. Hartholz, Sandhüte. Ob ich sowas schon herstellen kann. Mini-Aufbewahrungsbox, ja, garantiert. Aber wir schauen erstmal. Die Hartholzstöcke wären natürlich dann leicht verdientes Geld, wenn ich sie habe. Aber ich weiß jetzt gar nicht. Hartholz. Da klingelt es auf jeden Fall nicht. So, wollen wir mal gucken. Schauen wir mal durch die ganzen Kisten. Das ist kein Hartholz. Nee, obwohl, warte, was ist das? Holz, ne? Das ist Hartholz. Aber er sagt ja Hartholzstock, ne? Und den kann ich noch nicht machen. Aber das lässt sich ja... Da wollte ich gar nicht hin an die Kiste. Holzball, Hartholzstock, ja, guck mal hier. Warum kann ich nur einen machen? Ah ne, ich kann viel mehr machen. Ja, das ist gut. Okay, Aufbewahrungsboxen. Ah, da muss ich garantiert die Dings verkaufen. Oder? Ich glaube ja. Ich schau mal nach. Dann schauen wir mal, ob das geht. Da bin ich gespannt. Eine Aufbewahrungsbox und Hartholzstock. Brauche ich ja eh irgendwann. Das ist ja lustig. Okay, witzige Idee auf jeden Fall. So, dann wollen wir da mal rein. Was kann ich da? Achso, ah ja, alles klar. Ah, nehme ich den Müll halt mal mit, ne? Räumen wir ein bisschen auf in Sandrock. So. So, Hartholzstock, Aufbewahrungsbox. Also. Tischuhr. Ah, nee. Eine Mundharmonika hat aber keinen Hartholzstock. Wo kriege ich denn den Hartholzstock her? Oder den Bauplan dafür? Da habe ich den schon. Nein, eigentlich. Commission Tracker, nee. Expander. Das ist irgendwie komisch. Aber das wird ja, wenn er haben. Vielleicht brauche ich dafür auch irgendein anderes Gerät. Dann holen wir doch mal die CDs. Dann hole ich mal alle meine CDs und werde mal schauen, was ich jetzt erforschen kann. Es kann ja auch sein, dass ich eine andere Maschine brauche. Was kostet mich eigentlich die nächste Erweiterung? Ich glaube, die war ganz schön teuer. 3000 Gold, ja. Die habe ich gar nicht. Die habe ich leider noch nicht. So, dann nehmen wir mal die ganzen CDs mit. Da. 126, 128. Sind das alle? So wie es aussieht, ja. Okay. Gut, gehen wir mal zu Key. Und schauen mal, was ich da jetzt Schönes erforschen kann. Irgendwas Tolles. Was ganz Wichtiges. Und die hat ja noch in den Kommentaren geschrieben, ja, ich könnte mir das Pferd natürlich wieder ausleihen, aber ich finde das einfach zu teuer. Ich glaube, das war das irgendwas bei 500 die Woche. Nö,
mache ich nicht. Dann laufe ich lieber zu Fuß, bis ich mein eigenes habe. Wenn man denn mal sein eigenes hat. Ich hoffe schon. So. Dann schauen wir mal. Was können wir hier Schönes erforschen? Haushaltswiederverwerter. Verbesserter Recycler verwandelt Müll in Schätze, Stroh in Gold. Okay. Bürgerlicher Ofen, bürgerlicher Verarbeiter. Ein fortschrittlich verarbeitetes Werkzeug, das die meisten Aufgaben bewältigen kann, die ein anständiges Stadt... Ja, das ist das... Mann, da. Das ist ja toll. Schöne Beschreibung. Azubi-Kochstation. Eine grundlegende Kochausrüstung für Kochanfänger. Okay, das würde ich mir vielleicht holen. Ein mittlerer Arbeitstisch. Wie lange braucht das? Das braucht 2 Tage. Das braucht 3 Tage. Veredler. Eine Nähmaschine. Ich würde, glaube ich, erstmal das hier machen. Komm, mach mal. Zack, 3 Tage. Kann ich jetzt auf der anderen Ebene eigentlich auch noch was erforschen? Nee, es geht wirklich immer nur 1. Schade. Schade, schade. Na ja, gut, sei es drum. 3 Tage warten wir und dann geht das vielleicht mit dem Kochen los. Ich brauche natürlich auch Zutaten. Aber ich denke ja, dass es mit dem Anbau von irgendwelchen Sachen dann ja losgeht, wenn ich da den Dings fertig mache. Diesen Feuchtigkeitsdingsbums. Gehe stark von aus. Ich hoffe. Gut, ich würde sagen, ich gehe ins Bett. Und dann begehen wir den neuen Tag. Ich hoffe, ich kriege morgen einen neuen Motor. Ich kann mir erstmal den ganzen Kram hier rausnehmen. So. Und dann könnte ich das mal in die Kisten schmeißen. Wo haben wir noch? Ach, einfach alles reinsortieren. So, zack. Dann auch einmal rüber. Ja, das rüber. Also ist natürlich, ich habe wahrscheinlich alles doppelt und dreifach, aber ist auch egal. Was ist das hier? Windmühl. Okay. Eine Ressource. Na gut. Den Motor behalte ich mal in der Tasche. Und das und das. Na gut, die ganzen Sandfallen, die muss ich auch nicht unbedingt dabei haben. Wenn ich nicht Sandfische, ne? Macht gar keinen Sinn. So, jetzt will ich mal was gucken. Beziehungsweise erstmal kurz was sortieren. Generell mal sortieren. Und das dahin, so. Ist das schon ganz gut, ja. Jetzt will ich mal gucken, ob ich meine ganzen Geräte abstauben kann. Na gut, da ist noch nichts, oder? Ach, da ist ein bisschen was, siehst du? Ja, ja. Also er zeigt das dann an, wenn da Dreck ist. Und das sollte man dann wegmachen, so wie hier. Und die arbeiten dann wohl besser, schneller. Ah, der hat nichts. Ja, siehst du? Hier, hier. Wunderbar. Ja, da ist ja auch nichts. Schauen wir uns erstmal alle Geräte an. Da ist nichts. Tausammler. Ja, bei dem möchte man meinen, da ist was. Aber der hat nichts. Ja, die Kisten, das macht ja keinen Sinn. Ja, wunderbar. Alles schön abgestaubt. Herrlich. Müsste ich einmal selber auch mal machen. Schön. Die Tür nochmal abstauben, genau. Das macht Sinn. So, ab ins Bettchen, schlafen. Ah, herrlich. Und raus aus den Federn. Heute begehen wir ein Fest. Tag der Erinnerung. Das ist für mich genau das richtige Fest. Abholen tut mich keiner, okay. Ich würde zuallererst erstmal da oben reingehen. Mal gucken, ob ich noch einen Motor kriege. Dann kriegen wir das nämlich fertig. Das wäre richtig super. Nein, nein, nein. Der geht da schon rein. Der kauft mir bestimmt den Motor weg. Den einzigen, den es gibt. Schnell. Ja, wunderbar. 136. Ein bisschen teurer, aber ist egal. 6% teurer. Okay. Yes, jetzt haben wir das fertig. Also zumindest diese beiden großen Teile. Brauchte man hier noch irgendwie anderen Stuff dazu? Und schon wieder wollte ich jetzt eigentlich den Gleiter öffnen. Das geht nicht. Ach man. Völlig Palia gestört. Jawohl. Sehr schön. Aufnehmen. Ein perfekter Motor. Ja, sehr handlich, das Ding. Feuchtigkeitsbloß. Mission aktualisiert. Sehr gut.
Was haben wir denn für Briefe? Von Nia? Oh, was zu essen. Heute war so ein verrückter Tag. Ich schwöre, du würdest es nicht glauben. Du erinnerst dich doch noch an den kleinen Ron aus unserer Straße, oder? Er ist heute Morgen beim Rausgehen ausgerutscht und hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Zum Glück war ich in der Nähe und bin ihm heldenhaft zur Hilfe geeilt. Seine Nase blutete und sein Gesicht war ein bisschen geschwollen. Aber es ging ihm gut. Ich habe ihn ins Krankenhaus gebracht und sie haben ihn verarztet. Seine Mama hat mir zur Belohnung so viel Essen gegeben. So viel. Ich konnte nicht einmal die Hälfte aufessen. Du hättest es aber geschafft. Ja, das stimmt. Das wird wohl klappen. Ich schwöre, du hast es immer geschafft, dein Essen aufzuessen, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Wie auch immer. Ich habe dir etwas geschickt, weil ich weiß, dass du unser Essen vermisst. Ja. Sammeln. Sehr gut. Antworten. Geht es Ron gut? Erkundigen wir uns mal. Paff. So, dann können wir das löschen. Von Pablo. Hallo, hallo, ich bin Pablo, ein wandernder Künstler, der gerade seine Wanderschaft beendet hat. Ich habe ein paar neue Bilder dabei und ein paar neue Frisuren im reizenden Walnusshain gelernt. Wenn du diese Dinge selbst erleben möchtest, komm zu Pablos Salon. Bleib gleich neben dem Rathaus. Okay. Also ein neuer Laden von Heidi. Hier ist eine Kopie der Anleitung für die Seilbahnkabine. Key wollte sich nicht vom Original trennen. Ich habe Mian ebenfalls eine geschickt. Außerdem hat Justice mir gesagt, dass er die Kabel schon überprüft hat und dass sie immer noch passierbar sind. Die alte Zivilstation hat ganz schön hohe Qualität hergestellt. PS, du solltest deine Werkbank aufwerten. Einige der Rezepte, die du für diesen Auftrag brauchen wirst, können nur an einer durchschnittlichen Werkbank gemacht werden. Aha, alles klar. Dann brauche ich da wirklich erstmal gar nicht mit anfangen, bevor ich nicht die durchschnittliche Werkbank habe. So, Brief von Ma. Es ist ein bisschen traurig, einen Tag der Erinnerung und dich zu haben. Geht es dir gut? Dieses Jahr verwenden wir die meisten unserer Wundlaternen für dich. Wir mussten einige für Oma aufheben. Wir wünschen dir, dass du gesund und versorgt bist. Und nun, die Liste ist lang. Wir verraten sie dir besser nicht, wenn wir wollen, dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. Wie ist es in Sandrock? Machen sie die Dinge dort anders? Es ist schwer, sich die Ferienveranstaltung ohne Segelflugzeuge vorzustellen. Halt! Ah, abbrechen. Antworten. Hier ist es in Ordnung. Insbesondere die Feiertage sind schön hier. Weiß ich ja noch gar nicht. Aber ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Das wird schon toll. So, dann können wir das löschen. Sehr schön. Post abgearbeitet. So, dann werde ich mal mit meinem Kern hier erstmal zur Dingsbumsstation hier. Feuchtigkeitsstation. Oh, um 12 Uhr. Anmeldung für Jagd. Ich laufe gerade falsch. Okay. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Schaffe ich das 12 Uhr? Ja, klar. Anmeldung für die Jagd. Ist die Frage wo, ne? Vielleicht wieder beim Rathaus? Ah, bestimmt. Das ist völlig normal, dass ich sowas auf den Kopf trage. Habe ich eigentlich auch die Tür dabei? Ja, okay. Und nicht, dass ich die rausgepackt habe. Das wäre nicht ungewöhnlich für mich. Aber hüpfen geht noch mit dem Ding auf dem Kopf. Also auch kein Thema. Ja, Werkbank aufwerten. Das mache ich noch. Steht da jetzt. Das ist meine Mission. So, Rainer. Passt gar nicht durch, der Teil, aber egal. So, was mache ich hier? Was mache ich hier? Wo muss ich hin? Ah, mal Ding vom Kopf nehmen. Moment mal. Kann das sein, dass die Quest noch gar nicht fertig ist? Hat er das nur aktualisiert? Fehlt mir doch noch was? Verflüssiger installieren, Hydrogeltür einbauen, Hydrogelkern installieren, ja. Das muss ich auch nochmal machen, das habe ich schon vor lange. Jetzt installiere es in der Feuchtigkeitsfarm. Okay, der muss ja hier irgendwo was. Ah, hier. Halt. Das kann ich schon mal reparieren. Ja. Reparieren? Aber was? Ach, alles. Okay. Jawohl, wunderbar. Glänzt wieder im alten Rost.
You know, if you weren't able to build this, we would have had to revert back to basic farming. In this heat and condition, most of the crops would have died. And that'd be the end of Sandrock. It was that bleak. Okay, na dann. Sie wird doch froh, dass ich das auch hingekriegt habe, auch wenn es lang gedauert hat. But you saved the day. For all of us. Thank you. Ja, habe ich gerne gemacht. Let me do some cleaning around here. Then I'll teach you a few things about desert farming, like I promised. Yes. I'll let you know when I'm ready. Okay, er sagt Bescheid, wenn er soweit ist. Jawohl, oh, ich habe eine Hose bekommen. Eine lange. Was bringt die? Plus 243 Lebenspunkte und plus 4 Ausdauer. Was bringt denn eigentlich meine? Wahrscheinlich natürlich weniger. Oh. Lebenspunkte 177. Ausdauer 5. Und das ist auch eine perfekte und das ist nur eine herausragende. Ja, gut, schade. Kurze Hose ist eh besser bei dem Wetter, ne? Sonst wird es zu warm. So, gehen wir mal raus. Und dann werde ich mich mal anmelden für... da war doch irgendwas. Für, was war das? Irgendwie Zielschießen oder was das war? Irgendwie sowas. Muss bloß erstmal finden, wo das war. Oder wo das ist. Ich denke mal aber beim Rathaus. Alles beginnt beim Rathaus. Ach, alles zu Fuß erlaufen ist wunderbar. Warte mal, ich kann aber auch, wenn wir jetzt gerade keine Mission machen, da muss ich das ja nicht verfolgen. So, mal schauen, wo wir was anmelden können hier. Folgen wir mal Sandy. Na, hier stehen zumindest welche. Aber hier... okay. Vielleicht steht ja was in der Quest. Oder hier. Anmeldung für die Jagd. Oder vielleicht geht es wirklich erst um 12 oder kurz vor 12. Wer weiß das schon? Ist aber schon schön gemacht hier, ne? Die Festlichkeiten, also das ganze Deko-Tüdelüt hier. Wo kann ich mich anmelden? Also garantiert hier oben. Naja, garantiert, aber ich denke schon. Ich glaube schon. Ja, das wird schon. Oh, was ist das denn für ein schönes Zelt? Ist ja schön, dass du das verkündest, aber sag mir doch einfach, wo ich mich anmelden kann. Ich meine, es ist ja gleich 12 Uhr. Das ist aber schon süß. Ah, dann schaue ich mal kurz nach Quests. Zack. Dann schauen wir doch mal kurz nach Quests. Hole ich mir vielleicht 2 Stück. 2 Aufgaben und dann kann ich mich anmelden. Sieht so aus, als hätte Fang ein feines Gespür für Werbung. Achso, ich gucke mir das Poster an der Seite an. Darf ich doch hingucken? So, Hartholz, Stock. Ja, die Aufforderung. Gummisch, das kann ich machen. Gummischale. Wie viele Tage habe ich noch Zeit? Bereits sind bis zu 10, okay. Jo. Läuft. Kupferstäbe, das hier, Marmorziegel. 0. Aber ich habe noch ein bisschen Zeit, 3 Tage. Weil ich glaube, Marmorziegel kann ich doch machen. Ich hoffe. Schauen wir mal kurz. Ja, guck mal, da zeigt er nämlich schon an, dass ich das abgeben kann. Die Gummischale. Marmorziegel. Wer macht denn das? Machst du Marmorziegel? Nee, du machst keine Marmorziegel. Mache hier Marmorziegel. Ach, guck mal, hier ist die Holzkiste. Aber
Ach nee, das ist ja der Schleifer nochmal. Das ist ja da genau wieder drüben. Halt, nein, nein, du machst keine Marmorziegel. Du auch nicht. Wer macht denn Marmorziegel? Ja, das Ding garantiert nicht. Oder kann ich die doch noch nicht machen? Ich habe vielleicht nur das Rezept gesehen, ne? Na, dann schaue ich mal, dann schaue ich mal. Aber jetzt muss ich mich erstmal anmelden. Die Frage ist nur, wo? Machen wir mal die Karte auf. Zeigt zum Museum. Ja, hier, da, da. Jagd nach Erinnerung. Da soll ich jetzt hin. Ah, hier mache ich das. Registrieren. An Geisterjagd teilnehmen. Beginn ist um 18 Uhr. Du kannst zu dieser Zeit zurückkommen, um das Spiel zu starten. Habe ich mich jetzt angemeldet? Ja, okay. Einführung in die Geisterjagd. Sammle Abzeichen, dann Spiel verstecken. Es gibt zwei Teams, Geister und Geisterjäger. Die Geister verstecken sich und die Geisterjäger suchen sie. Abzeichen erscheinen zufällig im Spielbereich. Lauf herum und sammle sie ein. Aber Achtung, Geister, vergiss nicht, dich zu verstecken, bevor die Zeit abläuft. Geisterjäger, die Geister fangen, erhalten deren Abzeichen. Geister starten mit einer Verkleidung, laufen zu einem geeigneten Ort und benutzen die Bekleidung, um dich zu verstecken. Du kannst springen und dich ein bisschen bewegen, nachdem du eine Verkleidung benutzt hast. Aber sei vorsichtig, wenn ein Geisterjäger sieht, wie du dich bewegst, wirst du erwischt. Jede Verkleidung funktioniert je nach Ort besser oder schlechter. Probiere deine verschiedene Verkleidung in den Gebieten mit blauem Feuer aus und finde heraus, welche am besten funktionieren. Geisterjäger können Detektoren benutzen, um Gebiete nach versteckten Geistern zu durchsuchen. Jäger können alle Abzeichen von entdeckten Geistern erhalten. Aber wenn die Jäger in einer Runde keine Geister finden, verlieren sie auch alle Abzeichen. Finde die Geister, um ihre Abzeichen zu stehlen. Als Geisterjäger beginnst du die Runde weit weg von den Geistern. Verdiene zusätzliche Detektoren, indem du das Arcade-Spiel spielst, während du darauf wartest, dass sich die Geister verstecken. Die einzige Möglichkeit, jemanden zu fangen, ist mit einem Detektor. Also die Dinger brauche ich auf jeden Fall. Einzelne Spieler, die in allen Runden die meisten Abzeichen verdienen, erhalten besondere Belohnungen. Fange viele Geister und lass dich nicht selbst erwischen. Okay, 18 Uhr geht's los. Was haben wir hier? Ja, ein paar von den Marken habe ich ja schon. Aufkleber der Erinnerung, ja. Cowboy-Vogelscheuche. Na, mal gucken. Ich warte nochmal ab. Vielleicht verdiene ich ja noch ein paar Abzeichen. Aber erstmal gehen wir die Quest ab hier. Hey da. So, du wolltest hier die Gummischalen. Bitteschön. Thanks. Hervorragend. Aber was könnte ich auch anderes erwarten, wenn es von jemandem wie dir kommt? Bitte nimm das für deine Mühen. Ja, danke schön. Sehr schön. 470. Ach Mensch, Nemo. 470 Golds. So, dann muss ich mal nach den Marmorziegeln gucken. Und bis 18 Uhr haben wir noch Zeit. Dann geht das los. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Hier schauen wir mal nach. Marmorziegel. Ich meine aber, dass ich die irgendwo habe. Habe ich das nicht schon mal hergestellt oder habe ich es gekauft? Das kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ich meine, ich würde sagen, oder doch, ne? Ich wüsste schon, was ich meine. Da muss ich nochmal durchgucken. Das wäre natürlich jetzt schade, wenn ich das nicht fertig mache. Gibt das Abzüge in der B-Note, ne? Das ist nicht so gut. Zur Not kaufe ich dann 5 Stück und mach die Quest fertig. Komme ich dann wahrscheinlich mehr als mit 0 raus, aber das wäre dann egal. Marmorziegel. Also du kannst nicht... Irgendwas mit Marmor kann ich doch herstellen. Also hier, klar, ein Trockengestell. Warum soll das Marmor machen? Der Schleifer. Ich gucke mir gerade das an, was da drüben ist. So, Schleifsäge. Wasser. Ah ja, genau, das könnt ihr auch mal machen. Aufhören, Steinaxt. Dickes Seil. Nochmal Wasser. Bücherregal.
das ist doof. Pack's wieder hin. Hartholzdielen. Da, Stein. Nee, das ist Steinschiefer. Marmor. Nee, Marmorplatten. Marmor. Marmorziegel. Ach nee. Genau das habe ich nicht. Marmorplatte. Und ich brauche Marmorziegel. Steinschiefer. Oh nee. Marmorziegel. Ja, ist die Frage, wo bekomme ich die jetzt her? Oder ist die Beschreibung einfach nicht richtig und die meinen Marmorplatten? Wie sieht denn das aus, was er haben will? Kann ich das hier sehen? Es sieht so aus. Marmorziegel. Es sieht schon anders aus, ne? Ja, es sieht anders aus als die beiden Bilder. Ja, schön, Marmorziegel. Ich soll Marmorziegel herstellen, kann es gar nicht. Weiß jetzt aber auch im Moment nicht, wo ich das, die Baumleitung herkriege. Die bekomme ich hierher. Dann machen wir das doch mal fertig. Ich glaube, ihr seid schon ein bisschen verzweifelt. Aber nein, der Captain hat es auch geschafft. Wunderbar. Ja, schön, dann machen wir die Marmorziegel fertig, geben die ab. 18 Uhr geht's hier los mit der Jagd. Mit den Versteckspielen. Hoffentlich darf ich mich verstecken. Das ist, glaube ich, einfacher als suchen. Aber wir werden sehen. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.